Bei dem Wetter kannst du trübsinnig werden. Mensch, bin ich urlaubsreif. Nein, das ist nicht im Interesse unserer Gesellschaft. Nein. Direktor Schweizer möchte Ihre Ferientermine gerne heute noch wissen, damit er besser koordinieren kann. 21. Juli bis 15. Ja. August. Das ist ja schon bald, Sie Glücklicher. Herr Buschmann? Ich weiß noch nicht. Vielleicht verreise ich dies Jahr überhaupt nicht. Zu Hause ist es doch auch schön. Zu Hause kannst du nicht richtig abschalten. Von Hamann gehört? Rums, die Pumpe, von heute auf morgen. Menschenskind, der hat mit seiner Gesundheit aber auch geaßt. 80 Zigaretten am Tag. Und nie Urlaub. Die Hauptsache ist Unabhängigkeit. Mich von keinem Hotel zwingen zu lassen, dann und dann zu frühstücken oder dann und dann Mittag zu essen. Mmh. Könnt noch ein bisschen. Danke. Ja, schau mal. Was ist denn das? Das ist ein Wohnmobil. Mhm. Habe ich gemietet für die ganze Ferienzeit. Toll. Stell dir vor, du parkst an einer Waldlichtung, gehst rechtzeitig ins Bett, stehst morgens in der Früh auf, schaust so, wie die Rehe raustreten. Das ist was für Menschen, die in der heutigen Zeit noch naturverbunden denken. Also, wenn sie wirklich naturverbunden wären, würden sie ja vielleicht überhaupt nie Auto fahren, ne? Gerade 10 Pferde kriegen mich in so ein Ding rein. Dein eigener Bereich. Bisschen eng, ne? Und du hast alles dabei, dein Bett. Und zwar ein sauberes Bett, was im Hotel nicht immer sicher ist. Ich übernachte trotzdem lieber im Hotel. Dabei, das ist wissenschaftlich nachgewiesen, ist der gesundheitliche Wert eines ganz normalen Hotelschlafs gar nicht zu vergleichen mit dem sportlichen Schlaf. Na, was meinst du? Das wäre doch was für uns beide, Willi. Hä? Ist euch auch so heiß? Das ist genau das richtige Wetter zum Losfahren. Du, hoffentlich hast du nicht zu viel eingepackt. Nur das Nötigste. Mutti, Ketchup ist ausgelaufen. Mayonnaise auch. Ah, bon, gut. Der Fernseher muss überall dabei sein, nicht wahr? Ohne Fernsehen geht's nicht, wissen wir doch. Im Schrank ist die eingebaute Teleskopantenne, die brauchen Sie nur hochzuschieben und schon können Sie am Lagerfeuer das Traumschiff empfangen. Sie sehen, wir haben an alles gedacht. Mutti, das gehört. Das sind die Herrschaften. Buschmann. Wir hatten. Zwei Personen. Ich fahr nicht mit. Die Herren fahren allein. Ja. Der Marco Polo ist aus. Sie fahren mit dem Explorer. Nagelneues Modell. Der Wagen Moment steht da hinten. Der Explorer. Oh. Sie machen die Jungfernfahrt. Gratuliere. Was braucht denn unser Wägelchen eigentlich so an Sprit? Bei vernünftiger Fahrweise kommen Sie mit 10 Litern gut hin. 10 Liter ist nicht die Welt. Wer von Ihnen beiden übernimmt denn die Hausfrauenpflichten? Hm? Ich. Das heißt, wir haben uns gedacht, ja, ich. Wie nett. So, Ihre Betriebsleiter. Fast 10:30. Danke. Ehrlich, will ich auf die Piste. Wo ist eigentlich der Kunde? Was da steht, stimmt? Ich meine, was in den Prospekten steht, trifft doch wirklich zu. Für das schöne Wetter, das auf unseren Fotos zu sehen ist, haften wir nicht. Natürlich, wir stellen unser Produkt von der besten Seite vor. Sehen Sie, wenn Sie sich einer Frau nähern, dann sagen Sie ja auch nicht beim ersten Rendezvous, passen Sie auf, ich leide unter Achselschweiß. Also damit müssen Sie sich abfinden. Außerdem habe ich links oben vorne einen Zahnersatz. Sagen Sie doch nicht, oder? Nee. Sehen Sie, im Gegenteil, Sie ziehen Ihren besten Anzug an, um Eindruck zu schinden. Das ist doch legitim. Und da stinkst du eigentlich so. Riecht ihr das? Desinfektionsmittel. Ah, ist alles picobello sauber. So, ist das der ganze Schrank, dieses schmale Handtuch? Da bringt da kaum was unter. Vielleicht einmal zum Wechseln. Ist doch im Sommer kein Problem. Anzug kannst du doch da oben aufs Bett legen. Ja, aber da muss doch einer von uns schlafen. Dann nimmt er ihn eben nachts wieder runter. Mein Gott, sei doch nicht so ein Umstandskrämer. Was ihr nicht unbedingt braucht, zurück in die Koffer. Alles kriegen wir hier auf keinen Fall rein. Wenn Sie mal bitte sehen wollen. Dann habe ich aber nichts Warnes mit. Die Heizung auf. Bei der Hitze erklärt er uns, wie die Heizung funktioniert. Guck mal, wie soll ich denn das alles hier unterbringen? Komm, mach zu. Ein Milli will ich auf die Piste. Die
Diese kleine blaue Flamme muss immer brennen. Willi, hör zu. Jetzt habe ich meine Strichjacke nicht dabei. Fahr noch in den Süden, Mensch. Und nicht vergessen, diesen Riegel hier zu arretieren. Sonst biegen Sie in die nächste Kurve und boing, geht die Tür auf und Ihnen fliegen die Eier um die Ohren. Willi, merkt ihr das? Den Kühlschrank abends unbedingt auf Gas umstellen, sonst ist nach 6 Stunden die Batterie leer. Aha, du schreibst auf. Ganz schön, was man sich alles merkt. Tja, meine Herren, Disziplin. Disziplin ist in so einem Wagen oberstes Gebot. Ganz klar. Die Nasszelle. Eine Ösardin-Dose ist im Ballsaal dagegen. Zum Duschen, Waschen und Rasieren ist es ausreichend. Ja, Wasser ist kostbar in so einem Wagen. Chemikaltoilette. Aha. Bon. Hier den Deckel öffnen. Das ist praktisch schon die Brille. Hier ist frisch Wasser drin. Wenn Sie Ihre Arbeit verrichtet haben, dann spülen Sie das Ganze hinunter, sodass alles nach unten entweichen kann. Der untere Teil ist geruchsmäßig vollkommen abgeschlossen. Den klinkt man hier aus, entleert ihn irgendwo und füllt... Also quasi wie ein Nachttopf. So ungefähr. Ah, ja. Füllt frisch Wasser nach, gibt Chemikalflüssigkeit dazu. Die frisst alles weg, zersetzt also die... Ja, danach stinkt's hier so. Und schon ist das Gerät wieder einsatzfähig. Ja, kannst du raussuchen, ne? Entweder stinkt's nach Kacke oder nach Chemikalien. Unheimliche Sauerei. Ja, richtig. Das ist keine Frage. Das ist eine Sauerei, wenn Sie so wollen. Aber davon sollte man sich den Spaß an seinem Reisemobil nicht überschatten lassen. Sie müssen eben die Kanalarbeit der städtischen Behörden für Ihr Fahrzeug selbst übernehmen. Und das stinkt schon ein bisschen. Aber wie oft entleeren Sie schon? Alle 2-3 Tage. Und das dauert dann vielleicht eine Viertelstunde. Und diese Viertelstunde muss ich meinem Reisemobil, der Freiheit, die es mir gibt, meinem geliebten Hobby, opfern. Schöne Tage! Ciao! Schöner Wagen. Bisschen, also wenn die Bettfläche nicht so weit nach vorn rübergezogen wäre, könnte man ja mal einen Berggipfel sehen. Aber sonst... prima. Hier steht, am ersten Tag soll man sich möglichst nicht zu weit von der Vermietstation entfernen. Warum? Ja, könnte sein, dass man irgendwie mit dem Wagen nicht zurechtkommt. Ach was. Quatsch mit Soße. Was soll denn sein? Ist doch alles in bester Ordnung. Die Frau mal will und der Mann nicht kann, was dann? Ja, guri, guri. Dann schafft sie sich einen anderen an, der kann. Ja, guri, guri. Ich hab Durst, Hans. In 2 Stunden machen wir sowieso eine Pause. Solange wirst du es ja noch aushalten, oder? Ich muss mal Papi. Du gehst, wenn wir alle gehen. Hans. Nachschlag. Buon appetito. Wunderschön hier, was? Ja, sag ich doch. Natur pur. Mensch, ich bin todmüde, Papa. Reiß dich am Riemen, ja? Hans. Naja, ist doch wahr. Wenigstens über die Grenze müssen wir es noch schaffen. Wird auch gelacht. Das ist lustiger, als man denkt. Was? 10 Liter. Das ist ja lächerlich. Oh, mindestens 15 Liter auf 100 Kilometer. Naja, ist ja auch ein neuer Wagen. Thank you.
Essen war prima, was? Sensationell. Nö, das ist ja ganz einfach. Mensch, morgen muss ich aber spielen. Regeln wird ja wohl nicht. Polster, Wagen, rechte Stellung. Sag mal, bist du auch so hundemüde? Total gerädert. Das macht die Luftveränderung. Fertig, Essensbettchen. Das ist Mist hier. Das Polster klemmt. Moment mal. Also irgendwie ist der Wagen 10 cm zu kurz. Das klemmt nicht, das muss so sein. Was? Hier. Polster verharrt in Kopfkeilstellung. Furchtbares Deutsch. Lieg aber lieber flach. Ja, wollen wir tauschen? Nee, du da oben kriegst Platzangst. Wohin damit? Das Ding hier ist so sperrig. So, der klaut schon einen halben Tisch. Du, ich glaube, ich hab's. Einfach umgekehrt. So geht's. Was sagt er? Was sagt er? Wir müssen hier weg. Das ist ein privates Forst. Ich habe mich schön mit dem Ausdruck. Wir müssen eine Strafe zahlen, wenn wir den Wassertank entleeren. Deswegen ist es eine Gefahr für die Allgemeinheit. Capito. Deve spegnere il fuoco. Spegnere il fuoco. How many, du verstehst, pagare. How many soll ich? Wir müssen weg. Denk nicht dran. Hier dürfen wir nicht bleiben. Muss denn alles wieder zusammenpacken? Hilft nichts. Komm. Vielleicht hat er uns gar nicht gesehen. Die haben ja auch ein riesiges Lagerfeuer da brennen. Und wir? Ja. Okay. Ach, Mensch, das knallt. Oh Gott, ich bin total kaputt. Oh Mann, sind das vielleicht mal Kaltschrauben. Mann, einfach das Abwasser sausen lassen. Nee. Klappert wie verrückt. Also so geht's nicht. Das hält kein Mensch aus. Wir werden das Geschirr eben gleich spülen und richtig verstauen sollen. Ich hatte dauernd gesagt, lass erstmal was zusammenkommt. Ja, ist doch eine Erfahrungssache. Vorsicht! Stopp! Wenn wir dauernd anhalten, kommen wir heute Nacht überhaupt nicht mehr zum Schlafen. Stopp! Scheiße! Kannst du auch nicht schlafen? Das ist unmöglich. Rolle ständig gegen die Wand. Ich auch. Außerdem ist es arschkalt hier drin. Ich habe meine Strickjacke nicht mitgenommen. Mach da die Heizung an. Wie? Was wie? Wie macht man die Heizung an? Wo ist der Knopf dafür? Der Schalter. Keine Ahnung. Weißt du, der Mensch von der Vermietungsfirma hat sie doch heute Morgen ausführlich erklärt. Wieso mir? Hast du denn nicht zugehört? Da war so knallheiß draußen.
er sich auf dich verlässt. Wir wollten denn unbedingt schnell weg. Wir müssen auf die Piste. Was sagen wir jetzt davon? Bin ich schuld, hm? Natürlich. Decken gibt's auch keine. Sowas Beknacktes. Was ist denn? Ausgerechnet das Kapitel über die Heizung ist auf Englisch. Geh mal her. Nicht hochgehen. Sie lieber frieren? Hey, du. Hey, Mensch. Das wird warm. Was kräftig ist? Sogar. Was ist denn? Es hat geschnackelt, ich Mensch. Prima. Links höher. Höher, Hans. Was? Höher. Links höher. Ist hier vielleicht bald Ruhe? Ja, ja, ist ja schon gut. Jetzt steht er gerade. Schon wieder los. Schlaf weiter. Der Kühlschrank läuft immer noch über Batterie. Das haben wir vergessen. Mensch. Was heißt hier Mensch? Woran soll ich noch alles denken? Wasser tanken, Abwasser ablassen, Gasflasche füllen, auf die Batterie aufpassen, Lebensmittel einkaufen, spülen. Ich bin für außen zuständig und du für innen, so haben wir es vereinbart. Außen ist viel einfacher. Nur. Können wir weiter pennen oder was? Das muss ich gucken. Das kleine blaue Flämmchen da unten. Siehste, es brennt nicht. Wir sind da schon wieder los. Vielleicht haben wir den Wagen voll Gas. Das ist eine Bollenhitze hier drin. Ich drossele ja sofort die Heizung. Aber erstmal Himmelarsch. Hast du eigentlich die Gasflasche aufgedreht? Tür zu. Ja. So. Jetzt brennt es. Wieso? War nicht Langmesser, aber wieso geht jetzt die Heizung nicht mehr aus? Das gibt's doch nicht. Probier selbst, bitte. Was? Die ist aus. Ach, es rauscht doch hier. Ach. Los, läuft der Ventilator weiter und bläst die ganze Wärme raus. Dann schalt ihn ab. Ach, Mensch, wo denn? Schon wieder arschkalt hier drin. Ich hab meine Schreckjacke nicht mitgenommen. Stellt man bloß den verdammten Ventilator ab. Hey, halt. Hier, über die Sicherung läuft die Heizung. Das müssen wir uns merken. So einem, das ist ganz schief. In der Rutschbahn, da kann kein Mensch drin schlafen. Das ist doch keine Erholung. Thank you.
ordentlich eingecremt. Die Sonne ist gefährlich hier oben. Wetterchen zum Heldenzeugen, was? Ja, wissen Sie, wenn man die ganze Nacht über kein Auge zugemacht hat, kann einen auch das beste Wetter nicht begeistern. Und auch nicht die schönste Landschaft. Was ist denn los? Haben Sie schlechte Laune? Ach was, nicht die Bohne. Ich würde nur am liebsten gleich wieder abreisen. Muss der Wagen kerzengerade stehen. Darauf müssen Sie natürlich achten. Wir haben so Brettchen eingesammelt. Die stapeln wir dann unter die Räder. Aha. Nichts ist tödlicher, als wenn Sie nachts in der Koje liegen und immerfort auf der einen Seite rollen. Ja, wem sagen Sie das? Ach, Sie Ärmste. Außerdem funktioniert auch die Gasversorgung nicht einwandfrei. Also, der Eisschrank fällt aus, wenn der Wagen nicht absolut gerade steht. Ach, darum war heute Morgen unsere Milch sauer. Wieso haben wir keine Wasserwaage? Bei dem Gewicht wird nur noch in absoluten Notfällen benutzt. Hast du gehört? Dafür ist so ein Lukas an dem Wagen ja auch gedacht. Wie? Ja, für Notfälle. Reines Behelfsklo. Das große Geschäft halten wir an Kneipen und Gaststätten und nachts schiffe ich einfach zur Tür raus. Papa. Ist doch wahr. Hallo. Oh. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ja, gern geschehen. Auf bald. Hier, pass mal an. Hast du die Puppe gesehen? Richtiger Sinnendampfer. Die Butter ist auch nicht schlecht. Mann, oh Mann. Du, das Geschirr musst aber wegräumen, sonst klappert es nachher wieder. Da bist du pausenlos zu Gange. Die Spülerei nimmt einfach kein Ende. Siehst du erst mal, was eine Hausfrau leistet. Hallo. Was ist denn? Du, das ist dein Abwaschwasser. Wieso mein Abwaschwasser? Wie kommt das denn da rein? Was weiß ich? Der Abwasserbehälter ist nicht so groß. Wenn du natürlich wie wahnsinnig beim Spülen mit Wasser rumkommst. So, ja, erlaube mal. Wahrscheinlich ist der Tank voll und steigst hier hoch. Mistdreck, Mensch! Der ärgert sich in einem Tag mehr als zu Hause im ganzen Monat. Eigentlich ist das doch verboten, oder? Sagen wir mal, so ist es nicht eindeutig erlaubt. Ne? Eine Dame. Schöne Frau. Schauspielerin. Prego, signori. Cosa posso servire? Nix, no, thank you. Thank you. Dov'è il gabinetto? Prego, lì in fondo a sinistra. Ah, Kovari. Kaya. Eine Dame. Schöne Frau. Und ich, wenn ich jung war, hui, hui, ein Schlawiner. Ich war ein Dieb. Da kommt immer was vor. Man ist Mensch. Ja? Ja.
wieder besser. Ah, fabelhafter Blick. Guck mal. Bist du denn Futter bereit? Wem schiele ich den Sucher vor der Pupille reißt, der ist für die Fotoindustrie verloren. Endlich mal genug Wasser. Gib mir deine Socken, die wasche ich gleich mit. Ich habe wohl meinen Hausfrauentag. Idyllisches Plätzchen hier, hä? Nanu? Was ist denn? Jetzt schau dir diese Sauerei an. Wieso? Das verstehe ich nicht. Jetzt muss doch ablaufen. Aber es tut's nicht. Jetzt kann ich wieder hier eine Stunde aufwischen. Allmählich langt's mir, aber echt. Moment mal! Wieso läufst du denn jetzt auf einmal ab? Ja, reg dich nicht auf. Ich bin den Schieber vergessen hier zu öffnen. Am Schlauch. Hier, vergessen. Mein Gott, sowas passiert halt mal. 1892. Guten Schwülweg. Na komm, gehen wir rein. Das ist ja hier nicht zum Aushalten. Naja, wenn der immer Fenster und Tür laufen lässt, dann kommen natürlich die Viecher rein. Aber irgendwie muss ich doch mal lüften. Ja, wo ist denn der Mückenspray? Alter, das Zeug stinkt ja wie die Pest. Tür zu. Wenn wir die Tür zu machen, vergiften wir uns doch, Papi. Na, wenn wir die Tür offen lassen, kommen die Mücken rein. Was denn sein? Zündung, Kerzen, Batterie. Irgend sowas. Probleme? Naja, kann man wohl sagen. Oh, klar. Weiter? Naja, plötzlich fing er so an zu hoppeln. Aber wollten wir heute eigentlich noch bis nach Del Faro kommen? Nach Del Faro ist hier sowieso falsch. Was? Was? Sag mal, ich denke, du hast die Tour exakt überprüft. Stimmen deine italienischen Straßenkarten nicht. Eine Spritzpumpe, hm? Entweder die Pumpe. Ist das was Ernsteres? Oder der ganze Motor ist im Arsch. Was hast du gehört? Gelogen, Mensch. Ich habe nicht gelogen. Ich habe nicht gelogen. Ich habe nicht gelogen. Weißt du, warum ich gelogen habe? Weil du so kleinkariert und geizig bist. Es war ja auch noch groß zum Essen einzuladen. Dabei war die Reparatur doch schon teuer genug. Na Gott sei Dank, es war doch nur die Einspritzpumpe. Immerhin umgerechnet 250 Mark. Ich muss uns die Verleihfirma erstatten. Mensch, Willi, Willi, man lebt nur einmal. Weißt du, eine leckere Zippe? Wenn das diese süßen kleinen Püppis und so einen verschwindenden kleinen Campingplatz sein wollen, na, die scheinen sich ja auszukennen. Die fallen dann auch unter das Jugendschutzgesetz. Das denkst du? Die wissen ganz genau, wo es lang geht. Wetten? Kann's losgehen? So, so. Wo ist noch euer kleiner Campingplatz? An der Küste. Feldlager vor der Entscheidungsschlacht. Komm, so ein bisschen Betrieb schadet nichts. Jetzt suchen wir uns ein hübsches Plätzchen und dann. Hey! Hey, wo wollt ihr denn hin?
Wir wollen euch noch einladen. Nein, danke, wir sind schon verabredet. So eine Pleite. Was grinst du denn so blöd? Bloß weil auf dich keiner von den beiden da abgefahren ist. Was gibt's denn da zu kichern? Der berühmte italienische Drei-Männer-Sex. Italienischer Drei-Männer-Sex, was ist denn das? Zwei müssen immer Ohren halten, damit er ihn unterbringt. Aber Herr Lucky! Ja, komm! Und komm, ein bisschen mehr nach links! Komm! Ja, ja, stopp! Hallo! Hallo! Was ist denn? Links hinten steht er immer noch zu niedrig. Aber wir haben kein Holz mehr. Mach welches klein. Mit dem Hämmerchen? Na, was, eine richtige Axt habe ich nicht. Eigentlich gehört in so einem Wagen geeignetes Werkzeug. Darauf haben wir auch nicht geachtet, als wir ihn übernahmen. Nicht mal Holz, für Feuer kann man hacken. Was soll man denn sonst machen in so einer Wildnis hier draußen? Das ist doch die einzige Beschäftigung, die man hat. Das Feuer starren. Oh, für mich? Mhm. Danke, vielen Dank. Prost. Hm. Wo fahren Sie eigentlich hin? Nach Siena. Wir haben ein Engagement in einem First-Class-Hotel. Oh. Kommen Sie mit ins Dorf? Ja, gern. 4 Sterne. Fahren wir mit Ihrem Wagen? Ja, natürlich. Was denn hier, die ganze Prozedur von vorn? Der Wagen steht jetzt fast gerade. Nee, wirklich nicht, nee. Tja. Schade. Finde ich auch. Also, es war in Griechenland. Wir haben eine tolle Bucht gefunden. Das Meer rauscht, wunderbar weiche Luft. Wir fühlten uns wie im 5. Frühling. Helga haut die Steaks in die Pfanne, plötzlich kein Salz mehr da. Was nun? Also wir packen alles zusammen und zurück ins nächste Dorf. Ach, Hans hatte eine Laune. Fragen Sie mich, fragen Sie mich. Naja, natürlich verfahre ich mich auch noch in diesen verfluchten, engen, griechischen Dorfgassen. Ich sage noch, ich fahre keinen Meter weiter. Und als wir, ja, als wir zurückkamen, parkte in unserer schönen Bucht ein fremdes Wohnmobil. Und als wir zurücksetzten, da springt die Tür vom Schrank auf. Und was fliegt raus? Das Salz. Ja. Ja, also unser Fleisch war heute zäh wie Leder. Na, Gott sei Dank habe ich ja die Zähne von meiner Mutter. Also, wenn mich nicht alles täuscht, fängt es gleich an zu regnen. Unmöglich. In der Gegend regnet es nie. Also ich habe eben auch ein Tröpfchen abbekommen. Unmöglich. Was ist denn? Wenn ich die verdammte Kreuzin gezogen hätte, als der Doktor aus Düsseldorf das Karo Ass ausgespielt hat, da hätte ich noch gewonnen. Kannst du auch nicht schlafen? Weißt du, ein Gewitter. Guten Abend. Was ist denn? Ich habe immer Angst, dass da draußen mal ein Besoffener den Verschluss aufschraubt und uns in den Wassertank pinkelt. Lässt mir keine Ruhe.
unten wird schon heller. Wo? Jetzt hilft bloß nur Alkohol, noch und nöcher. Ist alles pitschnass. Jetzt brauchte ich dringend meine Strickjacke. Wo ist denn der Föhn? Uns auf jeden Fall schön. Wir lassen uns unsere Ferien auf keinen Fall vermasseln. Nee, natürlich nicht. Der Stuhl hat uns ja so drauf gefreut. Hab ich die Faxen aber satt? Was ist denn passiert? Ach Mensch, gestern will ich ins Wasser. Da sagt mir so ein Typ, der schon länger hier ist, mittwochs würden hier die Abwässer... Jedes Hotel hätte hier noch eine eigene Klärgrube. Mittwochs würden hier die Abwässer ins Meer gelassen. Ich natürlich nichts wie raus aus dem Wasser. Bei dem schönen Wetter saßen wir am Strand rum und dachten, na, lieber etwas warten, bis sich es ein bisschen verteilt hat. Ja, wenn man das weiß, jedem Dreck, der im Wasser schwimmt, bei jedem Stück Holz, da steht man unbeweglich da und denkt, Vorsicht, ist das eine Wurst? Ja, und heute Morgen will ich baden, trotz des Wetters. Und was erfahre ich eben, dass der Scheißkram heute abgelassen wird? Da kann man ja schon Pickel kriegen, wenn man nur dran denkt. Toll, was? Also abgesehen in meinen Augen von ein paar Längen fand ich es amüsant. Na, wenigstens zum Abschluss was Erfreuliches. Nicht dieser triefende Tiefsinn. Da werden die Zuschauer wohl mitziehen, oder? Zitiert der Autor nicht am Anfang des Films diesen dreiteiligen Fernsehfilm über Urlaub? Wie war noch der Titel? Ja, zitieren eigentlich nicht, wir haben am Anfang davon geklaut. Danke sehr. Fürchten Sie nicht, dass die Wohnmobilhersteller protestieren? Meinen Sie? Ist eigentlich tief. Eine Reklame wird das nicht gerade, nicht? Da kriegen wir da Ärger? So, lieber Gott, das ist doch kein Film gegen Camping und Wohnmobile. Was, das hat doch nichts mit Dokumentation oder Journalismus zu tun. Ich meine, so richtig heavy. Oder ist er nur lustig? Und was bedeutet eigentlich das Wohnmobil in dem Film? Ich meine, symbolisch. Es bedeutet ein Wohnmobil. Darin bewegen die sich vorwärts während der Reise. Wieso hast du denn nicht nachgefüllt? Verdunstet bei der Hitze, Mensch. Wo wollen Sie denn hin? Wasser holen. Du musst zurückstoßen! Und? Du sagst doch, der Schaden ist voll abgedeckt. Das hat ja wahnsinnig geworden. Ja, was hört denn Hinterfels? Also, Hans!
Ohne Zigarre. Ich find's aber ganz komisch, außerdem hat's der Autor so geschrieben. Perfekt. Lass mir die Zigarre schauen. Schauspieler, schön. Wenn du meinst. Oh. Hey, Herr. Gut. Ton ab. Nein. Der Mann, der keine Autos mochte, 444, 3, die siebte. Action. Ganz schön aufwendige Szene. Hoffentlich ist der Schluss der Geschichte einfacher. Ja, ja, ich denke schon. Sehen nämlich allmählich die roten Zahlen auf uns zukommen. Allerdings sehr personenreich, mit vielen Schauspielern. Ach du lieber Gott, unser Gagenetat ist reichlich strapaziert. Herr Belling, können Sie bitte hier unterschreiben, die Komparsen vom Campingplatz müssen ausbezahlt werden. Der schöne Bello mal wieder Probleme. Ja, hat er doch immer. Was soll denn das Schönes hier werden? Hallo, Herr Belling. Ist ein Urlaubsfilm? War das nicht eben der Auto? Die Geschichte hat mit Autos zu tun. Und wer spielt mit? Ist doch sicher was Heiteres, oder? Auto ist ja doppeldeutig. Auto bedeutet ja auch, das Wort schon aus dem Griechischen und bedeutet. Aber das soll Ihnen der Autor am besten selber erklären. Auto ist Willy Buschmann. Es handelt sich, glaube ich, um den Unfall mit dem Wohnmobil. Eingerückte Kotflügel. Wir wollen das rasch regulieren. Guten Tag, Herr Buschmann. Ich bin kraftfahrzeughaftlich Schadensachbearbeiter. Ach. Das gibt's wirklich? Thank you.